Der Michael Schnitzler fragt, Perez hat beim Quali ein gutes Resultat weggeschmissen. Er hat noch einen Vertrag bis Ende 2024. Er wird bestimmt noch gute Ergebnisse einfahren, aber eine wirkliche Gefahr für Max sehe ich nicht. Aber wer könnte ein wirklicher gefährlicher Teamkollege für Max werden? Yuki und Nick sehe ich nicht bei Red Bull. Wen seht ihr in Zukunft als Herausforderer für Max im eigenen Team? Also Tsunoda und De Vries, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nein. Die sehen wir weder im Red Bull noch irgendwie als Herausforderer für Verstappen, oder? Ja. Dann stellt sich die Frage, wer entscheidet, wer dann neben Max Verstappen fährt? Wie groß ist seine Macht? Was will Max Verstappen, wenn er diese Macht hat? Will der eine klare Nummer 2 oder sagt er, ist mir eh egal, ich putze eh jeden weg und wenn ich dann einen Hamilton neben mir habe, dann schaue ich umso besser aus, wenn ich den niederbügle. Also das ist natürlich eine entscheidende Frage. Kann man aktuell wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Was würdest du denn als Nummer 2-Fahrer oder als Fahrer neben dir, als Max Verstappen bevorzugen? Hättest du gerne einen Hamilton, einen Leclerc, einen Norris oder lieber einen Perez? Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht bei einer guten Fahrerpaarung wie aktuell, weil aus Red Bull Sicht, man kann sich den Konstrukteurstitel sichern, man hat einen Fahrer, der bringt einen Fahrertitel nach Hause, theoretisch oder in der Praxis. Also wüsste ich gar nicht, ob es so viel Sinn oder ob sie wirklich einen gefährlichen Teamkollegen für Verstappen wollen würden. Aber du setzt natürlich voraus, dass es so bleibt, dass der Red Bull über die nächsten Jahrzehnte so dominant bleibt wie jetzt. Also, ja, okay. Ja, ich habe jetzt mehr so auf die Saison oder die nächste. Aber wenn du dir den Mercedes zum Beispiel anschaust mit Hamilton Bottas, da haben sie dann auch den Russell reingesetzt und ja. Rückblick muss man sagen, es war die richtige Entscheidung, weil es ist halt nicht so dominierend weitergegangen wie damals. Also, Das stimmt. Aber ich sag mal, ich glaube, viele würden jetzt auch wahrscheinlich Ricardo sagen, will ich auch nicht reinsetzen. Da will ich meine rosa-rote Brille auch absetzen. Das macht, glaube ich, einfach, oder aktuell, vielleicht Norris, würde ich aktuell noch sagen. Kommt darauf an, wie loyal er gegenüber McLaren ist. Der hat ja auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben in Woking, mit dem er wahrscheinlich jetzt aktuell nicht so ganz zufrieden ist, aber ja, die zwei könnte ich mir auch gut vorstellen. Also würde ich gerne sehen, aber ich glaube, oder kannst du dir vorstellen, dass es fahrerisch einen Piloten da draußen gibt, egal Vertragssituation, wie auch immer, der Verstappen richtig herausfordern könnte? Ich glaube, Hamilton würde vielleicht noch am meisten Sinn machen, aber... Oh, der hat doch jetzt schon mit Russell zu knabbern im eigenen Team. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber ich weiß nicht. Schwer. Also ich glaube, wir sehen aktuell einen Max Verstappen auf einem Level, wie wir es in der Formel-1-Geschichte eben nur ganz selten sehen, wie in Vettel 2013 oder in dieser Phase zwischen 2011 und 2013 oder einen Michael Schumacher bei Ferrari in der Hochzeit, ich glaube, oder Lewis Hamilton natürlich auch bei Mercedes. Ich glaube, sowas sehen wir aktuell in Max Verstappen und das Team passt zu ihm, er passt zum Team, zum Auto sowieso jetzt, nachdem das Untersteuern raus ist. Also ich glaube, aktuell könntest du da reinsetzen, wen du wolltest. Ja, vielleicht das ein oder andere Rennen würde der Teamkollege dann mal ein bisschen mehr Konkurrenz machen und vielleicht auch gewinnen können, im Gegensatz zu einem Perez. Aber ich glaube, langfristig diese Konstanzen, das ist ja das, was so einen Weltmeisterfahrer dann letztendlich auch auszeichnet. Ich glaube, das würdest du aktuell bei niemandem kriegen. Aber meine Meinung. Siehst du auch Max in so einer Sphäre aktuell oder? Ja, schon. Aber ich sag mal, das liegt ja auch daran, dass er einfach langfristig bei Red Bull war. Er kennt das Auto. Wenn du natürlich jetzt, wie ich jetzt vorher gesagt habe, einen Hamilton reinsetzt in das Auto, ist ja klar, dass er am Anfang wahrscheinlich nicht auf dem Niveau sein wird. Wobei er sitzt dann wieder weiter hinten. Ja, das ist Fahrgefühl. Sitzt er nicht mal auf der Vorderachse. Also, das ist schwer. Aber ich glaube, aktuell gibt es eigentlich niemanden, der an dieses Niveau hinkommt, wo er gerade fährt.